Die zionistische Bewegung ist die moderne Idee eines jüdischen Staates statt nur einer jüdischen Religion. Sie bildete sich Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals heraus. Zionistische Vordenker wie Moses Hess mit seinem Buch Rom und Jerusalem, Leo Pinsker und sein Werk Autoemanzipation und zuletzt Theodor Herzl und seine Abhandlung mit dem Titel Der Judenstaat trugen fundamental zu der Idee bei, einen jüdischen Staat in Palästina ideologisch zu festigen und intellektuell zu begründen. Bereits in den 1880er Jahren fingen jüdische Immigranten an, sich in Palästina anzusiedeln. Zu diesem Zweck begann das private Aufkaufen von Landstücken durch wohlhabende Zionisten. Die mit Abstand wichtigste Persönlichkeit im zionistischen Aktivismus des 20. Jahrhunderts war Chaim Weizmann. Dieser verhandelte unaufhörlich mit der britischen Regierung sowie den Vereinigten Staaten und rekrutierte Anhänger sowie Unterstützer für das zionistische Projekt unter den nichtjüdischen Machthabern. 1917, nach Beginn des Ersten Weltkrieges, überschlugen sich die Ereignisse. Noch bevor das Osmanische Reich zerfiel, versprach das britische Imperium den Zionisten etwas, was den Briten ohnehin nicht zustand zu versprechen: das lang ersehnte Palästina. Denn 88% der indigenen Bevölkerung waren muslimische Araber. Das Versprechen der britischen Krone ist in der Erklärung des britischen Außenministers Arthur Balfour. Diese richtete sich an die zionistische Weltorganisation. Drei weitere Jahrzehnte und ein verheerender Zweiter Weltkrieg später. Im Jahr 1948 wurde unter Aufsicht der Vereinten Nationen die Gründung des Staates Israel beschlossen. Obwohl es schon vorher Spannungen zwischen den Zionisten und der arabischen Bevölkerung in Palästina gab, fingen sie nun an, sich zuzuspitzen. Kriege und Konflikte folgten, in denen Israel als Staat geografisch stetig wuchs. Auch der Sechstagekrieg von 1967 ermöglichte es dem jüdischen Staat, sein Territorium sichtlich zu erweitern. Dies jedoch verurteilte der UN-Sicherheitsrat. Die Westbank und der Gazastreifen wurden besetzt. 1981 kam Ostjerusalem unter israelische Besatzung. 100 Jahre nach der Balfour-Erklärung erkennt der 45. Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt an. Von den Palästinensern und ihrem eigenen Staat ist jedoch keine Rede. Die USA entledigen sich de facto der neutralen Vermittlerrolle zwischen den Palästinensern und Israelis. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Es ist fraglich, ob diese Entscheidung zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes führt. Unter heftigem Protest arabischer Abgeordneter hat das israelische Parlament das umstrittene Nationalitätsgesetz mit knapper absoluter Mehrheit verabschiedet. Es definiert Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes. Arabisch soll nicht mehr Amtssprache sein, nur noch Hebräisch. Der Status Jerusalems als Israels Hauptstadt wird bekräftigt. Dies ist ein entscheidender Moment in der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel. Das Nationalitätsgesetz ist ein Hassverbrechen. Sie diskriminieren die arabischen Bürger, die arabische Minderheit mit rassistischen Artikeln. Dabei ist der umstrittenste Teil des Gesetzes sogar noch geändert worden. Ursprünglich war in einem Artikel von der Errichtung ausschließlich jüdischer Wohnorte die Rede. Diese Formulierung wurde abgeschwächt. Die Förderung jüdischer Gemeinden sieht der Staat als nationalen Wert an, heißt es nun. Heute haben wir das Gesetz in Stein gemeißelt. Das ist unser Land. Das ist unsere Sprache. Das ist unsere Hymne. Und das ist unsere Flagge. Lang lebe der Staat Israel. 62 stimmen dem Gesetz zu, 55 lehnen es ab. Arabische Abgeordnete reagieren mit lauten Protesten. Als symbolische Geste zerreißen sie den Gesetzesentwurf. Sie sprechen von Apartheid und
20% der Bevölkerung, die arabische Israelis sind. Über diesem Gesetz schwebt eine schwarze Flagge. Die palästinensische Befreiungsorganisation zeigt sich empört. Dieses Gesetz etabliert ein System der Apartheid gegen das palästinensische Volk. Mit der ethnischen Säuberung sollen Palästinenser vertrieben werden. Vor allem, weil das Gesetz vorsieht, dass das Land den Juden gehört. Das Gesetz ist zwar verabschiedet, akzeptieren werden es die Kritiker wohl noch länger nicht.